Die weiter fortschreitenden Klimaveränderungen sind eine Bedrohung für Natur und Menschen. Der Schutz des Klimas und die Anpassung an die nicht mehr zu verleugnenden Klimaveränderungen gehören deshalb zu den größten Herausforderungen unseres Jahrhunderts. Folgen der Klimaveränderungen, das ist ein massives Artensterben, zunehmende Trockenheit, ansteigende Meeresspiegel und verstärkt auftretende Extremereignisse, Starkregen, Stürme, Hagel und, wir alle wissen es, Hochwasserereignisse. All dies gefährdet unsere Lebensgrundlagen. Und die Klimaveränderungen bedrohen in manchen Teilen der Welt bereits heute Mensch, Tier und Pflanzenwelt. Aktiver Klimaschutz ist daher eine elementare Voraussetzung für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Das heißt, es muss uns gelingen, den Ausstoß von Treibhausgasen nachhaltig und massiv zu verringern. Und um diese Aufgabe zu meistern, müssen wir alle weltweit, hier in Deutschland und natürlich auch hier in Sachsen-Anhalt und jeder bei sich zu Hause einen Beitrag leisten. Daher freue ich mich, dass Sie heute auf dem nunmehr 7. Energieforum der Landesenergieagentur da sind und sich zu diesem Thema informieren werden. Das Leitthema Wärmewende, einen schlafenden Riesen wecken, lässt erahnen, dass wir hier von einem Thema reden wollen, dessen Potenzial sehr wohl erkannt ist, aber die Lösung bedarf offensichtlich noch weiterer Anstrengungen. Lag der Fokus des 6. Energieforums auf dem individuellen Sanierungsfahrplan kleiner, privat genutzter Wohngebäude, führt das 7. Energieforum wieder zurück auf die übergeordnete Thematik Energieeffizienz, Energiesparen bei der energetischen Modernisierung. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat sich weitreichende Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen gesetzt. Bis zum Jahr 2020 sollen diese um mindestens 40% und bis 2050 um 80-95% gesenkt werden gegenüber dem Jahr 1990. Im Jahr 2015 konnten wir aber erst eine Reduzierung um 27,5% verzeichnen. Also für die restlichen 13%, knapp 13% bis 2020 haben wir also sozusagen keine 4 Jahre mehr Zeit. Das ist mehr als ambitioniert. Und um eine Chance haben, dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir eine Kombination von mindestens 3 Dingen, nämlich der absoluten Energieeinsparung, der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien und natürlich einer Steigerung der Energieeffizienz. Deutschlandweit entfallen mehr als die Hälfte des Endenergieverbrauchs, genauer gesagt 54% des Endenergieverbrauchs, auf Wärmeanwendungen. Das bedeutet gleichzeitig, dass der Wärmesektor für jährlich rund 26% der gesamten deutschen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist und damit einen erheblichen Beitrag zu den globalen Klimaveränderungen leistet. Das bedeutet auch, dass für das Gelingen der Energiewende der Wärmebereich sehr viel stärker berücksichtigt werden muss, indem eben der Raumwärmebedarf durch Effizienzmaßnahmen gesenkt wird und verstärkt erneuerbare Energien eingesetzt werden. Neben dem Umbau der Stromversorgung hin zu erneuerbaren Energien ist die Erreichung dieser langfristigen Klimaschutzziele deswegen notwendig, dass wir einen intelligenten, effizienten und nachhaltigen Wärmemarkt haben. Zentrale Ansatzpunkte zur Reduzierung des Wärmeverbrauchs sind dabei die effiziente Prozess- und Abwärmenutzung in Industrie und Gewerbe, der Ausbau der erneuerbaren Energien im Wärmesektor, der energieeffiziente Neubau und schließlich die energetische Sanierung von Gebäuden. Die Tatsache, dass 50% des deutschen Energieverbrauchs für Wärme auf die Bereitstellung von Raumwärme entfällt, zeigt, wie unerlässlich
eine effiziente, klimaschonende Wärmeerzeugung ist und lässt eben auch das Potenzial energieeffizienter Gebäude erkennen. Energieeffiziente Gebäude können den Ausstoß von Treibhausgasen wesentlich senken und führen neben der Senkung der Energiekosten auch zu einer Verringerung der Energieimportabhängigkeit von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas. Bundesweit reden wir von knapp 9 Millionen Wohngebäuden, die unzureichend gedämmt sind. Das ist etwa die Hälfte aller Wohngebäude in Deutschland. Die Modernisierung der Gebäudehülle, also Dämmung, Fenstertausch und der technischen Gebäudeausrüstung, zum Beispiel die Erneuerung, Optimierung der Heizung oder der Warmwasserzubereitung, dies alles kann bei älteren Wohngebäuden zu einer Senkung des Energieverbrauchs bis zu 80% führen. Der Gebäudebereich stellt also eine wichtige Säule der Klimaschutzpolitik dar. Ziel der Bundesregierung ist ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand im Jahr 2050. Das heißt auch, dass alle neu zu errichtenden Gebäude hohe Effizienzkriterien erfüllen müssen. Die energetische Sanierung von Wohngebäuden ist Thema des heutigen Forums. Im Rahmen dieser Veranstaltung möchte ich sehr gerne an dieser Stelle die Kooperationspartner der heutigen Veranstaltung nicht nur benennen, sondern Ihnen sehr herzlich danken. Das ist die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt, das ist der Fachverband Sanitär, Heizen, Klima der Handwerkskammerhalle sowie die Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt. Sie alle haben sich sehr engagiert für dieses Energieforum. Ihnen gilt unser herzlicher Dank. Schauen wir die aktuellen Sanierungsraten an, können wir feststellen, dass deutschlandweit eine Sanierungsrate von 1% am jährlichen, 1% jährlich am Gebäudebestand zu beobachten ist. Bei uns in Sachsen-Anhalt, einer aktuellen Untersuchung zufolge, ist die Sanierungsrate im Moment etwas geringer, 0,8%. Das betrifft Voll- und Teilsanierungen der Gebäudehüllen, also Fassaden, Fenster, Dach, Geschossdecke, Kellerdecke. Aber um die deutschen Klimaziele zu erreichen, ist eine durchschnittliche Sanierungsrate von 2% notwendig. Diese Zahlen machen deutlich, welche Anstrengungen wir noch gemeinsam für die Erreichung der Ziele zur Energieeinsparung unternehmen müssen. Das umso mehr vor dem Hintergrund, dass 94% aller Modernisierungen einzelne Maßnahmen wie den Austausch von Fenstern, Türen und Heizungen betreffen. Energetische Komplettsanierungen sind hingegen in den letzten Jahren rückläufig. Sicher, wir haben in Sachsen-Anhalt seit 1995 den Endenergieverbrauch schon mehr als halbiert. Gründe dafür sind der Bevölkerungsrückgang sowie die Umstellung auf effektivere Heizungssysteme durch die fast vollständige Verdrängung des Braunkohleeinsatzes. Dazu beigetragen haben auch die starken Sanierungstätigkeiten, besonders im Mehrfamilienhausbereich. In diesem Zusammenhang möchte ich auch das Wohnraumförderprogramm Sachsen-Anhalt Modern erwähnen. Das hat im Zeitraum 2011 bis 2016 knapp 2500 Wohneinheiten mitgefördert, die energieeffiziente Sanierung von knapp 2500 Wohneinheiten in dieser Zeit. Die Hebung weiterer Potenziale erfordert nunmehr verstärkte Anstrengungen, um beispielsweise auf effektivere Heizungssysteme umzustellen. Hierfür brauchen die Eigentümer eine kompetente, unabhängige Fachberatung. Die Energieberater analysieren die Ausgangssituation des Hauses, schlagen sinnvolle Maßnahmen vor und benennen außerdem die einschlägigen Förderprogramme. Durch eine solche Beratung im Sinne einer vorausschauenden Planung aller notwendigen Maßnahmen kann ein Optimum an Energieeffizienzsteigerungen erreicht werden. Ich möchte an dieser Stelle explizit die vielfältigen Aktivitäten unserer Landesenergieagentur und auch der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalts zur Energieberatung erwähnen. Als Beispiel möchte ich hier die Bauherrenmappe der LENA erwähnen, die es, wie ich eben erfahren habe, sozusagen auch digital gibt. Sie gibt es in Ordnern, aber sie gibt es auch digital und Sie können sie auch im Internet downloaden. Also eine ganz tolle Sache.
Und erwähnen möchte ich auch die Erstellung von Übersichten qualifizierter Energieberater über den Energieatlas Sachsen-Anhalt. Und wenn die Lena auf Verbrauchermessen unterwegs ist, wird sie von qualifizierten Energieberatern begleitet. Dies erfolgt in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt. Und auch der Fachverband Sanitär, Heizen, Klima ist als Ansprechpartner für konkrete technische Nachfragen auf diesen Verbrauchermessen vertreten. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Allein im Jahr 2015 flossen dafür mehr als 350.000 Euro Bundesmittel nach Sachsen-Anhalt. Und insgesamt konnten die 4.400 Verbraucher und Verbraucherinnen haben knapp 4.400 Verbraucher und Verbraucherinnen die Angebote der Energieberatung Sachsen-Anhalt genutzt. Meine Damen und Herren, wir müssen es schaffen, unsere Gebäude mit hoher Klimaschutzwirkung zu optimieren, Sanierungspotenziale von Wohngebäuden erkennen und mit wirtschaftlichen Maßnahmen umsetzen. Diesen Herausforderungen müssen wir uns stellen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute einen interessanten Erfahrungsaustausch und uns allen ein gutes Gelingen der Veranstaltung. Herzlichen Dank.